Zu meiner Seite sehen Sie das älteste Stück, das wir hier präsentieren. Es stammt von dem tschechischen Künstler-Ehepaar Brüchtova und Libenský. Die beiden sind dafür verantwortlich, dass die Glaskunst nicht mehr im kunsthandwerklichen Bereich angesiedelt ist, sondern eine Befreiung erlebte und jetzt als eigenständige Kunstgattung eher im Bereich der Bildhauerei, der Skulptur anzusiedeln ist. Sie haben es geschafft, Glaskunst so stark zu befreien aus bisher dagewesenen Grundstrukturen und eigenständige Dinge hervorzubringen, dass wir hier eigentlich von der Geburt der zeitgenössischen Glaskunst oder einer Geburt der zeitgenössischen Glaskunst sprechen können. Schauen Sie sich mal dieses Stück genauer an. Wir sehen ein gegossenes Glas und im Inneren ist ein Gesicht im Profil wunderbar erkennbar. Durch das einfallende Licht in dieser Skulptur tritt auch das Gesicht stärker hervor. Und Jaroslava Brüchtova sagte immer, wir haben erkannt, dass wir mit Glas, das ja durchsichtig verarbeitet werden kann, auch Licht organisieren können. Und genau das wollen wir in unseren Werken tun. Und das ist der Anfang ihrer Werke, die immer Licht im gegossenen Glas organisieren. Durch dicke, durch dünne Bereiche und hier eben durch eine Form, die wie ein Gesicht uns dann vor Augen tritt.